10.15 Uhr, neuer Versuch, über den Kramer zur Steppbergalm zu kommen. Da oben sieht es momentan nicht ganz so gut aus, wobei da hinten wird es heller. Ich hoffe einfach mal, dass das Wetter hält. Vorhersagen sind eigentlich ganz gut. Auf geht's. So, es lichtet sich dort oben ein wenig. Wolken verziehen sich. Ich hoffe, dass, wenn ich wirklich da oben bin, halbwegs gute Sicht ist. Vor allen Dingen kein Regen. Ein bisschen Regenwahrscheinlichkeit gibt es heute. Ich habe das Cape mit, dem Poncho. Sicher ist sicher. Aber es muss nicht unbedingt wieder da oben sein. Da war ich ja schon mal abgebrochen wegen Regen. Kilometer bei nicht mal voller Sonne. Ich bin klitschnass. Jetzt schon. Ist echt abartig. Es fließt überall. Stand bei 3 Kilometer. Da sieht man die Schanzen. Tja, da ganz oben sieht es schon wieder sehr dunkel aus. Ich hoffe, das hält sich. Serpentine um Serpentine geht es hier immer weiter nach oben. Ich bin jetzt bei Kilometer 5. 550 Anstieg. Ist noch nicht so wahnsinnig viel. Da fehlt noch jede Menge. Hier geht es weiter hoch. Aber jetzt 690 Höhenmeter. So, klitschnass, aber wirklich komplett nass. An mir laufen ja Leute vorbei, die sind komplett trocken. Ich weiß gar nicht, wie die das machen oder was ich falsch mache. Ich schwitze jedenfalls total. Nach knapp 2 Stunden, 6 Kilometer. Muss ich erstmal einen Riegel essen. Ich habe Hunger. Das war eine kurze 10-Minuten-Pause. Jetzt geht's weiter. Ab jetzt mit Stöcken, denn es wird ziemlich steil. Bis sie dann irgendwann stören, wenn man da oben irgendwo klettern muss. Aber
erstmal eine Weile mit Stöcke. Dazu habe ich gesagt. Das war gerade steil. Da pumpt man echt wie so ein Maikäfer. Hier geht es jetzt gerade wieder. Unten ist Sonne und hier zieht es schon wieder durch. Aber solange es nicht regnet, geht das alles noch. Vor mir sind auch drei, die mich gerade bei meiner kurzen Pause überholt haben. Die sind auch weitergegangen. Ist natürlich kein Grund weiterzugehen, aber sieht alles noch ganz gut aus. Es kommt gerade richtig schön reingezogen. Da oben ist gleich wieder Sicht, keine Ahnung, 5 Meter oder so. So, binnen Sekunden hat es sich jetzt schön zugezogen. Da oben muss ich gleich irgendwo langlaufen. Da unten im Tal, schön Sonne. Und hier sieht es jetzt so aus. Ich hoffe, das verzieht sich genauso schnell wieder. Da hinten wird es eigentlich ein bisschen heller. Also es darf gerne weiterziehen. Ich möchte da oben gerne was sehen. Und vor allen Dingen möchte ich weiterlaufen. Habe ich schon mal abgebrochen hier irgendwo ganz in der Nähe. Aber das zieht hier ganz gut durch. Ich hoffe, das bleibt bei den Wolken, dass es nicht noch anfängt zu regnen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Hier irgendwo an der Stelle habe ich damals umgedreht, weil es echt geregnet hat und man nichts gesehen hat. Da oben ist das Kreuz. Ist schon anstrengend, muss ich sagen. Das Kreuz. Super Wetter. Wenigstens ist es nicht ganz nicht windig, dass ich hier nicht weggeweht werde. Aber schön ist anders hier oben. So, da drüben ist irgendwo der Gipfel, da höre ich Leute. Man merkt auch, dass die Sonne versucht, sich durchzukämpfen, aber schön diese hier. Und nervige Fliegen. Ja, ich muss jetzt erstmal hier wieder ein bisschen runter. Und dann wird es auf der anderen Seite nochmal hochgehen, vermute ich mal. So, nach mir kommen nochmal zwei Pärchen. Das ist echt anstrengend heute. Jetzt muss ich hier noch irgendwo rumgehen. Und dann müsste aber auch bald der Gipfel sein. Oh, Kilometer 7,5, 3,5 Stunden Gehzeit. Etliche Höhenmeter. Warten auf den Gipfel. Kann jetzt echt nicht mehr weit sein. Da oben ist es zu sehen.
So, nach anfänglich ein bisschen geklettert, geht es jetzt gerade relativ gut zu laufen. Die Sonne ist noch mal rausgekommen. Da unten ist die Steppbergalm. Die letzten paar hundert Meter sind jetzt hier so ein Geröllhang. Aber ist gleich geschafft. Um 17 Uhr, nach einer ziemlich langen Pause auf der Steppbergalm, geht es jetzt übers gelbe Gewend nach unten. Das Wetter hat sich auch eindeutig gebessert. Ich saß jetzt schön in der Sonne. So, dieser Trailrunner, der da gerade die Treppen runter geht, der ist mir entgegengekommen. Jetzt ist er wieder zurückgekommen. Als ich einen Platz gemacht habe, schrie er mir zu oder rief mir zu, einmal sehen wir uns noch. Ich glaube, der rennt noch mal hoch. Aber dann sehen wir uns ja wahrscheinlich zweimal noch, weil der wird ja trotzdem schneller unten sein als ich. Oh. Jedem sein Hobby.